Ein Talk zum Thema Eine Vision für die digitale globale Demokratie. Unser Redner ist Lars Lüneburger, er ist Gründungsmitglied und Arbeitsgruppenleiter, sage ich das richtig, bei glo.co. Und er wird euch das gleich erklären, was das ist. War im Europäischen Parlament Debatte wunderbar, dass wir diesen Kompromiss gefunden haben, dass wir alle eigentlich einig sind, komm, wir stimmen jetzt darüber ab und beschließen das. Und das Letzte, was davor mal diskutiert worden war, ihr seht ja meine Maus gar nicht, da. Eben, da habe ich nochmal festgestellt, hey, die haben jahrelang nicht öffentlich darüber diskutiert. Und das hat bei mir ausgelöst, wie funktioniert denn überhaupt unsere Demokratie? Ich bin theoretischer Physiker, ich sehe es vielleicht schon mal ein bisschen abstrakt und ein bisschen zu wenig emotional, sagt man mir wenigstens nach. Aber es ist mal interessant zu sehen, wie diese ganzen Mechanismen sind, wie wir gemeinsam, vielleicht nicht da in dem Beispiel, aber wenigstens wie wir hier in der Schweiz, sehr gut zu abgestimmten, abgesprochenen Entscheidungen kommen. Typischerweise. Mit gutem Input aus der Zivilgesellschaft, Initiative, Referendum ist was, was ich super finde hier in der Schweiz, das habe ich in Deutschland nie erlebt, da war alle 4 Jahre 2 Kreuzchen machen und das war das mit der Beteiligung. Also von daher, gute Beteiligung ist es ja schön. Was dann aber noch mehr ausgelöst hatte, war, als ein Arbeitskollege mir gesagt hatte, wieso haben wir denn eigentlich global keine Demokratie? Also an der Stelle, dass die viele Länder und immer zunehmend mehr Länder im Mittel, nicht alle, zunehmend demokratischer werden, ist ja ein sehr positiver Trend. In einigen Ländern geht es etwas zurück, das wird ja als Demokratiekrise diskutiert. Aber was wir nicht wirklich haben, ist auf der globalen Ebene Abstimmung, Parlament, überhaupt nichts Parlamentarisches. Dabei gibt es ja Themen, die uns alle betreffen, unabhängig von irgendwelchen Ländergrenzen. Der Klimawandel, die Klimaerwärmung macht nicht Halt an der Grenze zwischen Schweiz und Deutschland, zwischen USA und Europa, zwischen Russland und China. Und das ist nicht das Einzige. Klimawandel ist was, was euch einfällt. Konzernverantwortung, Konzernbesteuerung sind Sachen, die euch einfallen können. Migration, Umweltverschmutzung
Es gibt sehr viel, was grenzüberschreitend ist. Und wir haben keinen Mechanismus, mit dem wir mehr oder weniger direkt, je direkter, desto besser, Einfluss nehmen könnten. Das habe ich dann mal als Übung gemacht, so eine Tabelle, wie ist denn so beispielhaft, einfach zunehmende Größe nach oben, die demokratische Vertretung. Hier in der Schweiz, Ständerat, direkt gewählt, Nationalrat, direkt gewählt, Bundesrat, von Nationalrat und Ständerat zusammengewählt, deshalb zwei. Also das soll so ein bisschen die Stufe, wie weit es weg ist, vom einzelnen Bürger sein. EU, Europäisches Parlament, direkt gewählt, schon mal gut. Europäische Bürgerinitiative, super direkt. Europäischer Rat, das sind die Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Also da ist vermutlich Stufe 1 oder 2 irgendwie schon noch weiter. Aber das sind welche, die Regierung, also Exekutive, deshalb habe ich mal eine andere Farbe versucht zu nehmen. Rat der EU sind Minister der Mitgliedstaaten, die sind typischerweise wieder ein bisschen weiter weg vom direkt Gewählten. Nächste Stufe einfach mal so zum Probieren, Europarat, ist auch noch nicht immer nicht global, aber da gibt es eine parlamentarische Versammlung, die Parlamentarier, Vertreter aus den einzelnen Parlamenten der Mitgliedstaaten haben. Das ist schon mal was Gutes. Gemäß Ministerkomitee ist wieder so ein bisschen Regierungsvertretung. Und wenn wir dann aber global gucken, Vereinigte Staaten, wenigstens wie ich sie verstehe, da ist sehr wenig Demokratie drin. Wenn man den Sicherheitsrat anguckt, sieht man irgendwelche Diplomaten diskutieren, sehr, sehr weit weg von dem, was am Ende die Bevölkerung, die in verschiedenen Ländern oder auch global erlebt, da irgendwie einfach. Also die Participation ist nicht wirklich da. Obwohl, fällt mir jetzt gerade ein, das lag ja aus. Universal Declaration of Human Rights. Eigentlich steht, ich glaube, die im hinteren Bereich können das nicht so gut lesen, aber eigentlich steht da noch was, dass Participation da eigentlich für jeden Citizen die Participation möglich sein sollte. Es gibt verschiedene Theorien, die Stakeholder Democracy sagen dann noch viel stärker, dass da, was einen betrifft, dass man da beteiligt werden sollte. Das sieht jetzt ein bisschen negativ aus, aber es gibt natürlich einen Gegenpol. Technologie entwickelt sich weiter, das ist eigentlich ein schönes Zitat von Kofi Annan. Technologie steht nicht still, aber auch die Demokratie sollte nicht stillstehen. Und das ist einer von den Kernpunkten, die wir von GLOCO versuchen anzuwenden, um dazu zu kommen, dass man neue Möglichkeiten anwenden kann. Und es gibt ja Beispiele, dass es Einfluss gibt in dem Moment, wo wir alle in verschiedenen Plattformen zusammenarbeiten. Dani Graf hat vorhin was präsentiert, Avaaz, Change.org, Good Country. Es gibt eigentlich eine ganze Menge von Gruppen, die Millionen von uns Menschen zusammenbringen, um ein Votum zu bringen, zum Beispiel Klimawandel. Und es wirkt. Es gibt da ein passendes Statement von Gordon Brown, der halt sagt, hey, es ist zwar Idealismus getrieben, aber unterschätzt nicht den Impact. Was einer von den Faktoren vielleicht schon mal als Einschränkung, da an der Stelle ist Unterstützung. Also ist ein bisschen ähnlich wie Initiative. Es gibt, man kann seine Unterstützung für irgendeinen Vorschlag bringen. Um eine wirklich demokratische Entscheidung zu treffen, müsste man noch gucken, wie viele sind wirklich dafür, wie viele sind dagegen. Aber grundsätzlich Menschen mobilisieren, Themen identifizieren. Das Agenda-Setting ist, glaube ich, das Schlagwort. Ist wichtig und die digitalen Technologien ermöglichen eigentlich jedem schon mal aufzustehen und was zu sagen. Sehr gut.
Es gibt noch einen anderen Faktor, wo digitale Aspekte einen Vorteil haben können. Das ist ein Beispiel, das Democracy Earth in ihrem White Paper drin haben, wo es um eine Abstimmung in Kolumbien ging, die dann relativ überraschend und relativ knapp mit einem No, mit einer Ablehnung geendet hatte. Interessanterweise gab es da aber eine digitale Ergänzungsstudie, oder Studie ist falsch, Befragung, die gezeigt hat, dass eigentlich ein bestimmter Aspekt, oder die nahelegt, dass ein bestimmter Aspekt dazu geführt hatte, dass es abgelehnt worden ist, weil eben diese FARC dann doch irgendwie beteiligt war. Und das ist die Theorie wenigstens gewesen, dass wenn man die genauer gefragt hätte, eben dadurch, dass digitaler Aufwand deutlich geringer ist, um detailliertere Fragen zu stellen, hätte man vielleicht da eine passendere Lösung finden können, die auch eine Mehrheit gefunden hätte. Ich zeige mal einfach alle. Eine Herausforderung, die ich mit meiner oder die wir mit unserem Konzept natürlich haben, ist, wie erreichen wir diese 7 bis 8 Milliarden Menschen, wenn wir sagen, wir wollen jedem Menschen eine Stimme geben. Und es gibt Gruppen, die haben, ist einfach Gruppierung mal, also ich weiß nicht, wenn ihr bei dem Anonymisierungsworkshop wart, nicht in der Richtung, dass ich jetzt rausfiltern will, wer in welcher Gruppe ist. Aber das Interessante ist, dass zum Beispiel Facebook, wenn Facebook ein Land wäre oder wenn WeChat, wenn alle aus WeChat ein Land bilden würden, das wären unglaublich große Länder. Der andere Aspekt, ist, man kann nicht nur viele erreichen, man kann auch, wenn man es passend macht, relativ schnell erreichen. Beim Telefon ging es 75 Jahre, nach der Statistik, bis 50 Millionen User erreicht wurden. Da unten, das kann man vielleicht nicht so gut sehen, das ist Angry Birds Space, so ein Mobilgame, 35 Tage. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen andere Motivation, die Leute dazu bringt, das runterzuladen und teilzunehmen. Aber vielleicht schaffen wir das ja auch, dass sie ihre Beteiligung an politischen Entscheidungen und Entscheidungen, die jeden betreffen, dazu bringen. Unser Konzept bei GLOCO ist dieses hier. Sorry, meine Zeichenkünste sind nicht so ideal. Wir wollten immer mal noch einen Grafiker haben. Falls von euch jemand ein Grafiker ist, wäre das super, wenn wir nachher mal kurz reden könnten. Ich erkläre es euch aber, was die Idee ist. Wir haben versucht, nämlich alles abzubilden, was wir für wichtig hielten in dem demokratischen Prozess. Von der Themenidentifizierung, also die Menschen in den verschiedenen Regionen, Kantonen, Staaten oder auf der ganzen Welt haben verschiedene Probleme. Diskutieren wahrscheinlich auch über verschiedene Probleme in sozialen Medien. Diese Problemchen sollten diese kleinen Bubbles sein. Aber es gibt ja auch große Probleme oder welche, die zusammengreifen. Und von da wäre so ein Bubble up und die großen Punkte, diese hier, die man dann identifizieren müsste, sind die, die wahrscheinlich die Interessanten sind und über die man überhaupt abstimmen sollte. Weil es soll ja nicht irgendwie, weiß nicht, die Basler sollten wahrscheinlich besser nicht über das Stadion hier in Zürich abstimmen dürfen, oder? Ja, okay, Fußballinteressenten sind dabei, gut. Es müssten wirklich die passenden Themen sein, weil sonst wären es auch zu viele. Also, würden wir mal sagen, diese zwei, ihr seht wieder meine Maus nicht, diese zwei großen Bubbles hier, das wären die Probleme, die anzugehen sind. Wenn wir aber schon so viele Leute in der Community drin haben, sollten wir eigentlich auch viele Ideen kriegen, die dann von außen, Schritt 3, dazukommen und die man dann finden könnte, die man gruppieren müsste, um rauszufinden, welche gut funktionieren. Vielleicht kennen ein paar von euch Policy Kitchen von Voraus. Das ist eine interessante Plattform, die schon sowas macht, die Ideensammlung und Ideenstrukturierung schon mal liefern kann. Gut, am Ende wollen wir natürlich darüber
darüber abstimmen, aber dazu müsste man ja auch, nicht müsste man, sondern muss man das Ballot haben, das den Abstimmungsvorschlag. Schritt 4 soll die Vorschläge strukturieren, zusammenbringen. Wichtiger Punkt 5, Diskussion dieser Lösung. Man kann vorher sicher schon diskutieren, aber am Ende wäre die Herausforderung, dass alle Menschen halt verstehen, worüber abgestimmt wird. Schritt 6, Kreuzchen machen oder Häkchen machen, das ist vielleicht das Einfachste. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich die Identity noch in den Griff kriegen müssen. Und Schritt 7 ist dann die Umsetzung. Umsetzung in den verschiedenen Nationalstaaten, wahrscheinlich. Wir wollen nicht unbedingt Nationalstaaten konkurrenzieren, weil da sind bestimmte Strukturen, die nützlich sind. Das ist jetzt wirklich das fantastische Bild gewesen, wo ihr jetzt wahrscheinlich alle denkt, der spinnt ein bisschen, das geht viel zu weit. Wenn ich es mit verschiedenen bespreche, kommt dann immer hier der eine oder der andere Punkt, das ist doch zu weit, das ist doch gar nicht möglich. Es gibt aber schon ein paar Sachen, die in diese Richtung gehen. Vielleicht kennt jemand von euch Democracy Earth, die haben tatsächlich eine Webseite aufgebaut, die Blockchain-basiert und Liquid Democracy-basiert schon Diskussionen macht. Es ist ein sehr starker Prototyp, aber grundsätzlich würde das gehen. Gut, ich habe gerade Stichwort Blockchain gesagt. Das wäre im Moment ja gerade so ein Hype, um zu sagen, okay, das wäre gut, um die verteilten Möglichkeiten zu haben, dass nicht irgendwie ein Angreifer einen bestimmten Computer nur angreifen müsste. Ist wahrscheinlich eine gute Idee, hat aber in Bezug auf die Abstimmung die Herausforderung, weil man ja die Abstimmungsgeheimhaltung auf der einen Seite haben möchte, aber die Transparenz des Auszählens auch haben möchte. Also an der Stelle brauchen wir wahrscheinlich dann auch ein paar Blockchain-Experten, um diese Lösung dann zu machen. Liquid Democracy ist was ich glaube, in den Vorträgen, wo ich war, als Schlagwort nicht gekommen ist, deshalb erkläre ich es kurz, dass wir, was wir mit dem Nationalrat und mit dem Ständerat oder mit dem Bundestag in Deutschland haben, ist eine repräsentative Demokratie. Das heißt, einzelne Bürger wählen andere Bürger aus, die sie für bestimmte Entscheidungen vertreten. Die Schweiz hat auch sehr viel direkte Demokratie. Die Bürger selber entscheiden direkt über bestimmte Aspekte. Liquid Democracy ist was, was auch erst mit digitalen Methoden wirklich möglich wäre, wo nämlich die einzelnen Bürger entscheiden könnten, okay, vertrete mich bitte für dieses Thema, das aber wieder digital rückgängig machen können. Wir können sehr wenig jemanden aus dem Nationalrat wieder rausholen. Aber das wäre was, wo vielleicht nicht wieder Freundeskreis bei Facebook, wo man dann irgendwelche Freundschaften dann wieder kündigt, aber wo man dann themenbezogen bestimmte Repräsentationen machen könnte. Das wäre noch ein wichtiger Punkt, haben wir den Eindruck, um die Menge der Abstimmungen für jeden Einzelnen beherrschbar zu machen. Das ist aber fast nirgendwo ausprobiert worden in einem richtigen demokratischen System. Das ist ein interessanter Punkt, wie dann das funktionieren kann. An der Stelle müssen wir wahrscheinlich alle ein bisschen träumen, wie denn das noch richtig in eine machbare Struktur gemacht werden kann. Wer sind wir eigentlich? Du hattest vorhin schon gefragt. Wir sind relativ frisch gegründet im September letzten Jahres. Wir sind ein Verein nach Schweizer Recht. Tatsächlich haben wir uns im Niederdorf getroffen für die Gründung. Aber der Hauptsitz ist in Uster, also relativ schweizfokussiert noch. Aber der andere Punkt ist, jetzt muss ich wieder zum Fußball kommen, wir sind im Moment 11. Also von daher, wir sind noch nicht wirklich groß. Wir könnten vielleicht, wenn keiner ausfällt, Fußball spielen.
Aber wir wollen ja was ganz anderes machen, nämlich global das Ganze abdecken. Und von daher sind wir schon mal nicht schlecht, dadurch, dass wir in Slowenien und in den USA schon mal so ein bisschen einen Teil der Welt abdecken. Aber damit sind wir natürlich auch bei einem unserer Punkte. Wir suchen im Moment Ideen, andere, die ähnlich denken wie wir oder die auch anders denken als wir und uns sagen können, okay, da an der Stelle liegt er falsch, probiert es lieber so. Und solche Sachen versuchen wir auch zu finden. Auch welche anderen Ideen ihr vielleicht schon hattet oder welche anderen Ideen ihr kennt. Weil wenn das Rad schon existiert, müssen wir es nicht neu erfinden. Aber zusammenbauen, um den ganzen Wagen zu machen, das ist das, was wir gerne mit euch machen würden. Und wenn wir nur Vermittler sind oder nachher nicht mehr gebraucht werden, aber am Ende das Ergebnis rauskommt, das wäre natürlich schön. Von unserer Arbeitsmethodik, wir haben 4 Arbeitsgruppen, Working Groups, Principles, die leite ich, Technology, wo das dann nachher um Umsetzung gehen sollte, da bräuchten wir noch jemanden, Partnerships, braucht man immer mehr und Promotion, Webseite, die meine Grafik da neu zeichnen, wäre sicher auch was. Also wenn ihr Interesse habt, mit uns zusammenarbeiten, sehr gerne. Nochmal ein Zitat von Kofi Annan an der Stelle. Wir dürfen uns nicht davor scheuen, schwierige Diskussionen zu führen oder schwierige Konzepte anzuschauen, sondern wir müssen es wirklich gemeinsam machen. Von daher sind die nächsten Schritte von uns und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sprechen konnte, dass wir Konzepte weiterentwickeln, dass wir weitere Partner finden und dass wir auch Technologien und Implementationen finden. Eins von den konkreten Punkten, die wir auf unserer Agenda drauf haben, ist eine Beteiligung am Global Forum for Modern Direct Democracy, was eine sehr interessante Veranstaltung was aussieht, als würde es eine sehr interessante Veranstaltung im September in Bern. Da ist übrigens bis Mitte März, kann man da noch Vorschläge und Workshops einreichen, also für die, die es interessiert. Ich komme damit auch schon zur Zusammenfassung. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, dass ich ein paar Ideen euch zeigen konnte. Ich freue mich drauf, und das ist der spannende Teil, dass wir noch ein bisschen diskutieren können, dass ihr seht, warum wir das Ganze gemacht haben, welche Lösungen wir denken, dass man versuchen sollte und dass wir gemeinsam schauen können, welche Herausforderungen da sind und welche wir lösen können. Danke euch. So, wir haben ja noch 5 Minuten Zeit für irgendwelche Fragen. Gibt es Fragen im Publikum? Das ist nicht so ohne, weil es ist ja in Bezug zum Beispiel auf Konzernbesteuerung, ist ja eine von den Reaktionen, ja, wir sollten nicht als erster Staat, als erste Nation sagen, nein, wir machen das fair und gerecht, weil die Gefahr ist ja, die anderen machen es nicht und dann wandern die Konzerne ab und dann hat man halt den Nachteil. Dieser Aspekt vom nationalen Nachteil ist schon was, wo man gucken muss, wo dann halt eben diese Abgrenzung in die Länder eine Herausforderung geben kann, wo man dann halt, wenn man sagt, okay, man schaut auf der höheren Ebene die gemeinsamen Themen an, dass man das angehen kann. Danke für die Antwort an meine Frage, die ich nicht vorgestellt habe. Da hinten gibt es eine Frage, Moment, ich muss da schnell hinrennen. Jetzt. Danke. Das ganze Konzept tönt eigentlich, wie es mal getönt hat vor ein paar Jahren von der Organisation SIMPOL. Kennst du die schon? Simultaneous Policy Network gibt es schon seit 2002, 2003. Das ist ein Die haben Input. Genau eigentlich den gleichen Ansatz, einfach, dass sie mit den Politikern selber eigentlich arbeiten würden, dass wir die Politiker quasi dazu verpflichten, dass sie sich verpflichten, die international ausgearbeiteten Vorlagen dann an einem bestimmten Tag zu ratifizieren. Das wäre eigentlich das. Ja. Das wäre einer von den Punkten, einer von den Mechanismen, wo wir sicher bei diesem Schritt 7 schauen müssten, dass es nicht irgendwie eine abstrakte Abstimmung ist oder irgendeine Zahl auf der Webseite. Ich habe im Abstract ja geschrieben, angenommen, es wären mal 3 Milliarden, die Ja sagen und 1 Milliarde Nein. Aber bei der Politik müsste man eben dann auch wirklich schauen, dass die das annehmen und dann auch umsetzen.
Also bei Simple arbeiten sie mit einem Simple Pledge. Mhm. Das heißt, die Politiker werden aktiv angeschrieben und unterschreiben den auch. Und in der Schweiz sind die Simple-Leute erst jetzt bei der letzten Abstimmung wieder ein bisschen aktiv geworden und okay. Ein paar haben dann effektiv unterschrieben. Oder? Ja. Also wenn dann mal was ausgearbeitet würde, Richtung Klimaschutz oder was auch immer, ja, würden die dann dafür sein im Parlament. Ja. Quasi so. Bist du mit denen im Kontakt? Können ich war mal eine Zeit lang, aber okay, dann wegen dem Studium habe ich es ein bisschen hinten angestellt, aber ja, habe jetzt wieder vor eigentlich, aber vielleicht jetzt auch bei euch, wer weiß. Ja. Okay. Gut. Wir können uns ja nachher beim Bier noch treffen. Ne? Ja, vielen Dank. Sehr gute Verknüpfung. Gibt es sonst noch Fragen? Noch jemand etwas? Ja? Ja, das ist ein sehr interessanter Vorschlag. Der basiert aber eigentlich darauf, dass die Mehrheit immer recht hat. Und ich sehe schon, dass das eine einfache Lösung ist, ja. Aber ich habe immer so wieder ein bisschen Zweifel, ob denn die Mehrheit wirklich immer recht haben soll. Ja, genau. Habt ihr euch dazu auch etwas überlegt? Ja. Ich denke, einer von den Faktoren, die da angeschaut werden müssen, ist, wie kann Minderheitenschutz sichergestellt werden. Da haben wir noch keine genaue Lösung, aber das müssen wir lösen. Also wenn ich so ganz banal an die Schweiz denke, das Volksmeer und das Ständemeer sind schon mal gute Mechanismen, um bestimmte Sachen abzufangen, nicht ideal, aber an der Stelle müssen wir die passenden Mechanismen noch finden. Im Moment, so wie ich es dargestellt habe, ist halt Diktatur der Mehrheit und das müssen wir verhindern. Zusammen Zustimmung der Mehrheit, um bestimmte positive Sachen zu machen, ist sicher gut. Wenn die Mehrheit agiert, um irgendwelchen Minderheiten, um Minderheiten zu schaden, ja, oder das müssen wir von vornherein verhindern. Und da müssen wir die passenden Mechanismen einbauen, dass solche Vorschläge früh genug erkannt werden und dann möglicherweise gar nicht zur Abstimmung kommen. Okay, vielen Dank. Gibt es noch eine letzte Frage? Ich glaube, wir müssen sonst langsam schließen. Nichts mehr? Dann nochmal ganz herzlichen Dank an Lars Lüneburger. Ja. Vielen Dank für den Talk. Gibt es noch einmal einen Applaus? Vielen Dank für euer Interesse.